Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Splinter Cell Blacklist. Und ich dachte mir, zu Anfang der Folge werden wir mal mit unserer Tochter reden. Dann können dann ganz kurz mit unseren Charakteren reden. Und dann können wir ein bisschen wieder was investieren in unsere Ausrüstung. Und dann werden wir auch wieder die Mission starten. So ist jetzt der Plan. Hallo? Hey Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Okay. Ja, es ist schön, dass er wieder zurück ist. Der Wick. Und wir werden mal ganz kurz mit Grimm reden. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Gut zu wissen. Willst du die Analysten Überstunden machen? Nuris Daten sind vielversprechend, doch es muss einiges ausgesiebt werden. Ist es ein Volltreffer? Schwer zu sagen, ist noch unbestätigt. Okay. Können wir ganz kurz in die Flugzeug-Upgrades mal rein und gucken, ob wir da irgendwas lohnt, sich zu investieren. Erweitert die Radarreichweite und zeigt die Blickrichtung an. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht, aber eher weniger. Mhm. Das haben wir komplett schon, die Krankenstation. Ja, das ist nicht so ganz wichtig. Oh, das haben wir hier noch, das haben wir schon. Da will ich, glaube ich, ein bisschen Geld nochmal ins Cockpit reinstecken. Und das Restgeld dann nochmal in unsere Ausrüstung. Jo, ich muss ganz kurz warten, bis es lädt. Perfekt, dann reden wir ganz kurz noch mit ihm hier. Briggs, ich habe nach dir gesucht. War im Kraftraum. Schon wieder? Normalerweise trainieren mich die Einsätze, aber ich war auf keinem. Das war nicht gerade subtil. Nein, ich mag's direkt. Du wirst schon noch früh genug eingesetzt. Jo. Kann man ganz kurz reingucken. Jo. Hier kann man so alles ein bisschen überprüfen, Fortschritt und so weiter. Dann sagen wir wieder ciao. Das wär's erstmal. Klar. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, der ist natürlich ein bisschen angepisst, kann man verstehen. Bei der ersten Mission dabei waren, jetzt gar nicht mehr. Mal gucken, vielleicht kommt er die nächste Mission wieder mit. Wir haben hier unsere Hauptmission, würde ich sagen. Liga, drück mal los. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Okay. Dann schauen wir erstmal das Briefing. Das Update von Vikos, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Die haben alle eine Verbindung zu Sadiq? Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert.
Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, müssen wir starten. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was die wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehört jetzt zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in einer verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Okay, sehr schön. Trikopter mal auf jeden Fall dabei. Haft-MP, das sind ja so wie Granaten, glaube ich. Nee. Brenngas. Oh, Nährungsminen. Naja, will ich eher nicht mitnehmen. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, auf unsere Spezialwaffe haben wir, glaube ich, eigentlich alles soweit ausgerüstet. Genau, das stimmt soweit. Sekundärwaffe können wir jetzt mal nachgucken. Die Vectors Volume, sie hat ja keinen Schalldämpfer. Oder können wir das dann immer noch nachrüsten? Oh, wir können sogar Visiere auf die. Oh, interessant. Weiß ich gar nicht mehr. Mein Gott, das ist schon lange her. Kompensator oder Schalldämpfer. Gewisses Magazin. Munition, verschiedene Munitionsarten. Intern. Kann man ja einiges ausrüsten. Wir können trotzdem mal ganz gut bei Sturmgewehren, Scharfschützengewehren. Magazingröße wird auf jeden Fall kleiner. Gedämpft, ja. Upgrade-Ausrüstung 4 Stück. Was hat die hier? Vector. Die hat 7 Upgrade-Ausrüstungen. Und die hat 6 Stück und 1 ist schon ausgerüstet. Der Schalldämpfer halt. Ja, bin am Überlegen, was man so alles mitnimmt. Scharfschützengewehr, bin ich mir gerade echt überlegen, ob wir das mitnehmen sollten. Schwarzsack machen, klar. Ich glaube, wir haben mal das Scharfschützengewehr rein. Kaufen wir uns mal. Mal gucken, was wir ausrüsten können. Elite, das heißt, Präzision wird sich erhöhen. Hauen wir rein. Panzerbrechend oder Präzisionsmunition. Ja, ich glaube, da hauen wir Präzisionsmunition rein. Und jetzt haben wir auch keine Kohle mehr. Jetzt hätten wir das noch machen können, falls wir Kohle hätten. Und schauen wir mal, ob wir mit dem gut vorankommen. Das passt soweit. Und starten wir auch mal direkt die Mission. Verlassene Mühle. London, UK. Bestätigt. Geht zur Position Bravo. Sehr smooth, wie er den da abgelegt hat. Wir haben irgendwas liegen. Ich sehe auf jeden Fall schon Hunde, was mir gar nicht gefällt. Vielleicht können wir dann direkt hier vorne den Scharfschützen. Mal gucken, ob wir den Hund hier ausschalten können. Ohne Probleme. Der ist auf jeden Fall tot. Dann werden wir mal ganz kurz unser Scharfschützengewehr ausrüsten. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Sehr schön. So soll es sein, das ist echt praktisch. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Okay, werden wir machen. Ich werde dann ganz kurz hier rüber. Na, können wir nicht ein bisschen noch rüberlaufen. Na gut, laufen wir schnell hier rüber. Wechsel erst wieder zur Pistole. Und sonst sollte hier soweit eigentlich, glaube ich, nichts mehr sein. Die Scharfschützen haben wir bereits ausgeschaltet und gucken, dass wir hier irgendwo hochklettern. Und hier irgendwo hochkommen. Jo. Wie kommen wir denn hier am besten hier hoch? Wenn wir hier hochklettern, genau. Das schaut schon mal gut aus. Ah, hier hätten wir auch hochklettern können. Ja. Ja, lopp. Sehr schön. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ob. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus.
Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Das war knapp auf jeden Fall. Sagen wir, räumen wir auch direkt da mal die Leiche auf. Hier oben haben wir das nochmal. Da können wir gar nicht. Das ist für ein Licht. Können wir das auch ausschalten oder? Lass mal. Mal den auch auf jeden Fall ausschalten. Und dann klettern wir hier auf jeden Fall hoch. Was können wir bis ganz nach? Ja, können wir. Soll ich hier runterziehen können? Dann werden wir einfach gleich hier runterwerfen. Ja. Weg mit dir. Sehr schön. Jetzt haben wir ein paar Scharfschützen hier oben. Und sonst ein paar. Schauen wir, dass wir den hier ausschalten. Ja, das war nicht geplant. Okay, perfekt. Hier haben wir auch noch einen, wenn wir den auch noch ausschalten. Dann sollten wir soweit keine mehr haben. So dass ich es erkennen kann. Jo, dann gehen wir erstmal runter. Das macht natürlich vieles einfacher, wenn wir auf so einem offenen Gebiet natürlich sind. Zum Scharfschützengewehr. Jo, gut zu wissen. Aber wenn Scharfschützen geben würde, ich habe sie ja schon ausgeschalten. Haben wir hier noch welche? Aktuell kann ich niemanden sehen oder erkennen. Auf jeden Fall sehr regnerisches Wetter. Ausblick hat man schon, kann man nicht mehr ran. Aber natürlich über die ganze Stadt. Und wir sollen hier hoch. War der Scharfschütze, genau. Nehmen wir nochmal einen Scharfschütze da drüben. Wenn wir den, nee, ich den konfrontieren. So, das sollte uns ja eigentlich nicht merken. Können wir jetzt ohne Probleme so packen. Perfekt. Oh, da ist auch noch einer. Ja gut. Habe ich gar nicht, das gar nicht gesehen. Aus der Flagge. Klettern wir hier erstmal hier runter. So, sicher, sicher. Ich weiß nicht, wie viele sonst noch hier sind in der Nähe. In der Umgebung. Ich überlege gerade, ob ich die Drohne losschicke oder hätten wir auch lang klettern können. Ja gut. Aber das wird erst klappen. Noch können wir nichts erkennen. Ah, hier können wir runter. Muss hier abseilen. Dann tun wir das doch auch mal. Sam, das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer All-Star-Mannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir können einmal hier durch. Ja, machen wir mal. Oder rechts von uns. Und, ah ja, die wird gestört. Na, können wir gar nichts anfangen. Wir können aber mal hier umschalten. Oder mal hier umschalten. Mit X soll das genau. Nein, man sieht gar nichts. Also wirklich genau null. Dann gucken wir, wo wir den Chest erfinden. Hier haben wir auch noch die zwei Stück. Ja komm, lass die markieren. Lass euch mal markieren bitte. Danke.
drei Stück sehe ich hier noch einen vierten, den kann ich aber leider nicht mehr markieren. Und es sind fünf Leute auf jeden Fall mindestens. Hier können wir uns noch ab an die Kante hinhängen. Ah, hier können wir runter. Das ist auch gut. Das Erkundungspunkt gibt es auch noch. Können wir komplett umgehen? Nee, ne? Wir müssen schon hier wieder rein. Bin gerade überlegen, ob wir mal. Einfach nur zum Testen. Die Kamera, ich habe die nämlich nie getestet hier. In der Session. Das war knapp. Nur ganz kurz noch ein Stück weiter zurückziehen, weil sonst sieht er mich vielleicht. Wollte ich natürlich nicht. So, also das ist interessant. Okay, man kann hier damit gucken. Aufmerksamkeit wecken. Schlafplatz freisetzen. Geil. Hat es in dem Sinne leider nichts gebracht. Blendexplosion, okay. Ich sollte die mal dringend verlassen. Holen wir uns die mal rüber. Was wir für Besuch bekommen haben. Okay, der geht ja immer wieder hier hoch. Schalten wir den mal hier aus. Das heißt, müsste vielleicht auch einer kommen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Mich werden sie auf jeden Fall in dieser Zeit nicht sehen. Komm doch mal her. Ohne Probleme. Und das heißt, ich werde den auch nochmal schnell ausschalten. Dann haben wir nur noch den hier. Sehr schön. Er wird natürlich auch das Wasser nutzen können, um zum Beispiel zu schocken. Dann habe ich es auch nicht gedacht. Aber es hat ja soweit alles gut geklappt. Wir sind im Dunkeln unterwegs, das heißt, wir machen Licht aus. Rufen wir den mal hierher. Komm doch mal her. Da hinten ist in der Scheibe sich auch noch zwei weitere Gegner und den, der sich mit den Drohnen beschäftigt. Das heißt, wir werden das Ganze mal ausschalten, die beiden. Sicherheitshalber mal mit dem Scharfschützengewehr gemacht, weil das natürlich mehr Durchschlag hat. Und ich wusste, ob das trotzdem tödlich ist. Für beide. Aber jetzt sollte soweit, glaube ich, alles wieder funktionieren. Weil der hat gesorgt für unsere Störung. Ich kann ja mal schauen. Genau. Klettern, okay, wir müssen mal da runter, glaube ich. Ja, wir müssen stark runter. Sehr schön. Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Okay, sehr schön. Aber, weil ich ja immer so gemein bin, werde ich jetzt die Folge für heute beenden. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Ciao.